Staatsanwaltschaft von Spanien hat gesagt, wird meine Verhaftung anfragen, schon. Und dann hier der Aufruf, die Schweizer Behörden nicht mit Folterstaat Spanien zu kollaborieren. In den folgenden Tagen, die werden, oder die haben schon klar in der Videokonferenz gesagt, die werden meine Verhaftung wieder verlangen. Bleiben wir solidarisch und wir geben keinen Schritt zurück zum Folterstaat Spanien oder egal wo. Niemals!